Servus, Salve und Hallo. Bevor ich mit dem DAX anfange, muss ich Folgendes sagen zu einem Trade, den ich gestern vorgestellt habe im Gold. Ich habe gestern Abend eine Goldanalyse gemacht, habe da drei Scheine vorgestellt mit verschiedenen Hebeln. Einer davon hatte seinerzeit einen Hebel von 46. Also ich habe folgendes Problem. Wenn ich so einen Film anfange, vom Moment des Beginnens, dauert es ungefähr eine Stunde, bis der drin steht. In dieser einen Stunde kann eine ganze Menge passieren. Manchmal oder meistens ist es so, dass wenn der Film dann verschickt wird und wird dann über so Plattformen verschickt wie Finanzen.net, Investing.com, sehen das die Leute erst 12, 14, 16, 18 Stunden hinterher. Das ist schwierig, weil bis dahin hat es der Markt schon ganz erheblich bewegt. Ich überlege, und das setzt die Geschichte an euch, dass ich wirklich so eine Art Mitgliedschaft mache, auch auf YouTube, die folgendermaßen aussehen würde. Ich würde alle, sagen wir mal, oder ich würde folgende Filme öffentlich machen. DAX, generell die Indizes, Gold und vielleicht auch mal Öl, wenn ich sowas mache. Das ist komplett öffentlich zu sehen wie jetzt. Aber ich mache eben so einen Mitgliederbereich. In diesem Mitgliederbereich möchte ich dann komplett die Einzelaktienanalysen reinmachen, die also nur für die Mitglieder zu sehen sind. Und da die relativ klein sind, weil die Leute, die es dafür interessieren, die sind dann schon Trading-Aficionados, sagen wir es mal so, die dauern dann höchstens 2, 3 Minuten. Da und da Kaufsignal aus dem und dem Grund, der und der Schein, da und da Verkaufssignal aus dem und dem Grund, der und der Schein. Die kriege ich ganz flott da rein. Das dauert, ich habe hier Glasfaser, das sollte nicht länger dauern als vielleicht 25 Minuten, inklusive Schneiden. Dann würden diese Mitglieder bekommen alle 6 Wochen einen Link zu einem Webinar. Das ist nur für diese geschlossene Gesellschaft. Und da können die sich dann dementsprechend Aktien wünschen. Ich nenne das immer Wunschkonzert. Das ist das, was ich nächste Woche am Dienstagabend auch machen werde. Da gehe ich aber näher noch in den Film ein. Darüber hinaus sollen die halt für die Seminare, die ich mache, erheblich weniger zahlen als das, was, ich sag mal, Nichtmitglieder zahlen. Und die bekommen einmal im Jahr eine halbe Stunde Face-to-Face-Coaching. Wie gesagt, es geht um Aktien oder ganz bestimmte Tipps, die ich dann da mache. Die werden dann ein paar Mal die Woche dann hochgeladen und dann können die sich das anschauen, aber das geht wesentlich schneller. Ich glaube, oder vielmehr mein Problem ist, wenn das einer 24 Stunden später sieht, ich weiß nicht, ob das dem noch was nutzt. Aber man kann, wenn man so im Mitgliederbereich ist, gibt es wohl anscheinend die Möglichkeit, dass man dann Mails bekommt. So, ihr, da und da gibt es jetzt eine neue Analyse, guck mal rein. Und wenn die wissen, es dauert nur 1, 2 Minuten, sagen wir mal 2 Minuten, also das brauche ich mindestens. 2 Minuten ist das schneller. Und ich möchte gern von euch jetzt wissen, nach diesem Film könnt ihr mir gerne die Kommentare drunter schreiben, ob das sinnvoll ist. So, jetzt wird sich bestimmt der eine oder andere fragen, ist das, was kostet das? Ich habe mir schlicht und ergreifend eins überlegt, 1 Euro pro Tag. Der Hintergrund ist der, diese ganze YouTube-Geschichte, und ich bin jetzt bei fast 5000 Mitgliedern oder Abonnenten vielmehr, die kostet enorm viel Zeit. Es ist nicht nur die Filme zu machen, sondern ich bekomme am Tag jede Menge E-Mails. Ich bekomme die Kommentare unter YouTube und ich versuche jeden zu beantworten. Das ist viel. Das ist richtig viel und ich bin nach wie vor eine One-Man-Show und das hält mich von anderen Dingen ab. Vor dem Hintergrund, das ist mein Vorschlag. Das würde ich dann so ab September irgendwann angehen. Das sage ich hier, ich mache diesen Mitgliederbereich eben mit diesen genannten Vorteilen. Der Mitgliedsbeitrag, der jährliche, soll so sein, dass eben diese Vorteile, die man hat durch ein Seminar oder durch das Personal Coaching, soll also den Einsatz wettmachen. Aber das würde mir einiges erleichtern. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen mit dem Gold. Ich war zwar der Meinung, dass es hochgeht, es ist auch hochgegangen, aber ich habe, mein Gott, was ist denn das, wenn die das morgen, also heute erst sehen um, was weiß ich, 9 Uhr? Dann ist doch schon einiges passiert. Bringt es dann was? Das ist der Hintergrund der Idee. Also lasst mich bitte wissen, was ihr davon haltet. Und jetzt gehen wir zum DAX. So, und jetzt sind wir hier beim DAX. Vorher nochmal ganz kurz diese Erinnerung hier. Das ist am Dienstag. 19 Uhr bis 20 Uhr dieses Wunschkonzert. Ich mache den Link zu Active Trades unten rein. Keine Sorge, deswegen bekommt ihr keine Newsletter oder sonst was. Nur bitte die Aktien oder Indizes oder was auch immer ihr da gewünscht haben wollt,
bitte bei Active Trades melden. Das erspart mir eine Menge Arbeit. Und wie gesagt, den Link stelle ich unter den YouTube-Film. So, hier ist der DAX. Ich arbeite ja hier mit dem Trader Fox und ich habe mir hier mal meinen Trader Wingman rausgeholt. Mit den Formeln, wie ich sie eingestellt habe. Da ist aber, das sieht man jetzt wahrscheinlich über das Handy schlecht, da ist lediglich ein einziges Kaufsignal überall. Stochastic Short hier. UniCredit, ein Hammer. Finde ich nicht so überzeugend, aber das war das Einzige. Sonst hier 52 Wochen tief. Was sind das? HelloFresh. Ja. Ich habe nur negative Vorzeichen. Shooting Star in Vata. Das wundert mich ein bisschen. Müsste ich mal drauf schauen. Aber ich habe nichts Positives. So, der Index selbst. Schau mal näher ran. Nach wie vor haben wir hier, oder habe ich hier diesen Kanal. Wir sind einmal vom unteren Band zum oberen gelaufen. Also wirklich punktgenau. Perfekter geht es fast nicht. Und jetzt machen wir heute, das ist für mich kein Shooting Star, weil wir nicht höher waren als diese Kerze hier, schließen wir jetzt heute so in dem Bereich von 13.254. Ja, ich habe jetzt 17.31, der klickert noch. Im Prinzip sind das jetzt ziemlich genau 1.000 Punkte und er hat jedes Recht auf eine Pause. Wir haben hier oben, das ist die von euch bevorzugte 50er EMA. Ja, machen wir heute auch nochmal dran. Das obere Band ist etwas drüber. Wir haben hier diese obere Trendkanalbegrenzung und wir haben diesen nach wie vor gültigen Widerstand im Bereich 13.360 zu 80. Haben wir alles nicht geschafft. Wenn ich die Technik hier sehe, jetzt mal über das MACD angefangen, das ist also minimal geringer, also wirklich minimal, das ist die zweite Nachkommastelle. Und wir sind hier überkauft über den Oszillator, aber es ist noch kein für mich gültiges Verkaufssignal. Der hätte locker das Recht, nochmal zur 20-Tage-Linie zu gehen. Und das ist oftmals eine Geschichte, die dann passiert, vom einen Band zum anderen Band dann zurückzuziehen in die Mitte. 20-Tage-Linie, SMA, Simple Moving Average, verläuft momentan bei 12.929. Also das Recht hat er. Mein Problem ist, wenn wir das am Montag nicht schaffen, hier über diesen Bereich drüber zu gehen, sagen wir mal über die 13.400 mit wenigstens einer Stundenkerze, erhöhen sich die Chancen oder das Risiko, hier auf die 20-Tage-Linie zu gehen. So banal sehe ich das. Mir ist eins aufgefallen, dass die Woche, die ist ja heute auch fertig, die wird positiv über das MACD. Sie ist positiv über den Oszillator. Deswegen kann ich mir, ich bleibe mal kurz bei der Woche, kann ich mir sowas vorstellen, als dass die nächste Wochenkerze ein bisschen hier runter geht. Vielleicht auf die 20-Tage-Linie. Und dann, jetzt gehe ich wieder zurück auf den Tag, und dass wir dann einen neuen Anlauf nehmen. Also jetzt noch einmal bezogen auf mehrere Tagessicht hier runter und dann so einen Schlenker und dann nochmal hier hoch. Also ich gebe den nach oben noch nicht ganz auf. Wir haben auch hier noch dieses Gap vom 10.06. Das ist bei 13.761. Aber es darf halt auch nichts von außen Negatives kommen. Zinsen haben wir erstmal erledigt. Es gibt auch ein bisschen Gas, das ist auch soweit in Ordnung, aber deswegen ist die Gesamtproblematik hier noch nicht behoben. Ich habe folgende Scheine mitgebracht. Und zwar einmal einer mit der Basis 12.830, sind wir also unter der 20-Tage-Linie. Ich kaufe den jetzt noch nicht, ich möchte mir gerne erstmal den Montag anschauen. Und 12.830, da liegen wir hier. Das ist die GK7V2V, im Moment ein 24er Hebel. Ist wahrscheinlich in der letzten halben Stunde auf 25 angewachsen. Als Put habe ich einen, der hier oben drüber liegt, über der 14.000. Hier, 14.098. Hebel ein bisschen geringer. 17 ist wahrscheinlich jetzt 16. Ich habe das vor einer Stunde gemacht. Das ist die Gustav Bertha 8, Siegfried Ludwig 3, GB8SL3. Es kann sein, dass ich den zuerst nehme, wenn wir am Montag hier so ein bisschen rumschwächeln. Also ich bin kurzfristig eher leicht negativ gestimmt, also auf die nächsten 3, 4, 5 Tage. Aber auf Sicht von einer Woche und hinaus, denke ich, der macht das nochmal. Das ist so ähnlich wie beim Nasdaq mit der, was war das? Das war die 12.200, das Dreifach-Top, das ehemalige. Hat auch Ewigkeiten gedauert, nochmal schön von abgefedert nach unten, um es dann endlich zu nehmen. Auffallend war für mich heute, das war der Tag der Immobilien, die Vonovia, die LEG
waren beide über 6% plus, TAG 5,5, Roundtown 4,5, Deutsche Wohnen 4,2 und die Grand City Properties 2,8. Also heute war es der Immobilientag im positiven Sinne, dafür waren es die Banken eher ein bisschen schwächer. Aber die hatten auch in den letzten Tagen echt einen ordentlichen Lauf. Sowas wie Commerzbank oder auch Deutsche Bank. Ich bleibe nach wie vor klein. Ich hoffe, da passiert nichts von außen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.